Hallo Freunde, das hier ist die Schwarzmundgrundel, auch bekannt als Neogobius melanostomus. Dieser Bodenbewohner bevorzugt strukturreiche Areale. Die Eier werden meist an der Unterseite von Hartsubstanzen angeheftet, zeigt aggressives Revierverhalten und verteidigt das Gelege. Sie frisst kleine Bodentiere und Fischleisch und steht in Konkurrenz zu anderen Bodenfischen wie Groppe, Steingrässling und Streber bezüglich Nahrung, Laichplätze und Unterschlüpfe. Ursprünglich kommt sie aus den Küstenregionen vom Schwarzen, Asowschen und Kaspischen Meer und dem Unterlauf größerer Fließgewässer wie Dnieper, Don und Donau. Sie hat einen gestreckten, etwas gedrungenen Körper und ein oberständiges Maul. Gefärbt ist sie hellgrau bis hellbraun mit dunkleren Flecken, teils mit größeren dunkelbraunen bis bläulichen Partien. Schwarzer Fleck am hinteren Rand der vorderen Rückenflosse. Männchen zur Laichzeit oft besonders dunkel. Sie werden bis zu 22 cm groß. Seit etwa 1999 breitet sich diese Art in der Ostsee stark aus, nachdem die ersten Exemplare in der Danziger Bucht entdeckt wurden. Wohl durch den Schiffsverkehr über das Ballastwasser eingeschleppt. Die erreiche später neben weiteren Ostseegebieten auch zuführende Flüsse wie die Weißel. Sie dringt zu denen über die Donau vor und ist seit 2008 auch im Rhein verbreitet. Sie verbreitet sich sehr schnell und gilt als sehr invasiv.